Weiter geht's mit DVD und heute macht's Yvonne. Na, da bin ich mal gespannt, was du kriegst. Mal gucken, was uns jetzt auftischt. Wobei, sie hat es, glaube ich, schon angekündigt. Ich glaube, ich weiß, was sie spielt. Hat sie? Aber eine mitgekriegt. Ich habe eine Vermutung. Aber schauen wir mal. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Mhm. Nicht nur du. Mal schauen, wird sie uns heute auftischt. Schwarze Abwehr. Okay. Wenn du Items in der Hand hast, verlierst du die nicht. Lass mich raten, die spielt mit Freddy. Das sind dein, ist dein Addon gewesen. Meins? Mhm. Ich habe kein Addon. Oder was meinst du? Lobvergabe meine ich. Oder war es deine vom Killer, Yvonne? Das war meine. War deine, okay. Ich habe diese überlegt. Ich kann Nee, wäre zu einfach. Also dafür die eine Runde. Wir haben ja die erste Runde mal komplett Moris gemacht. Und danach haben wir ja getauscht. Ich habe ja in einer Runde, wo ich meine beiden Killerrunden gemacht habe, habe ich eine Folge gegen 22 Minuten oder so. Okay. Ahnungslos. Es dürfte tatsächlich Freddy sein. Freddy hasse ich ja, ne? Es ist Freddy. Hm. Das wird ja spaßig. Ja, 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 ja. Da ist er doch schon. Warum spawnt ja eigentlich immer bei mir in der Nähe? Freddy ist eigentlich ist wirklich mein Kindheitstrauma. What the fuck? Ich bin hängen geblieben. Also an dem scheiß Fetzer. Ich bin da mal weg, ne? Hallo? Wo bist du hin? Hä? Wo bist du hin? Dann komm. Ich würde gerne kommen. Aber irgendwie hänge ich immer nur noch als Erster. Kann man nicht mal nur was trinken? Ja, mein Gott. Oh, hau doch ab, ey. Er ist auf direkt beim Spawn direkt neben mir gestanden und jetzt schon wieder? Direkt mir entgegengekommen und abhauen? Oh, Alter. Oh, von mir. Ja, Mai, leck mich doch am Arsch.
Jawoll! In your face! Hä? Ja, deine Aufgabe ist jetzt, während ich den Killer versuche hinzuhalten, die Dings zu machen. Ah, verdammt, das war ich zu nah. Der Plan hätte funktionieren können. Vergiss es. Nein. Du. Hallo? Ah, ich halte Taste. Falsche Taste. Die ist, glaube ich, weggegangen, oder? Die ist hinter mir her. Ja, okay, sie ist hinter dir her, okay. Ich weiß, was ihr Plan ist. Beide zum Liegen bringen und dann beide einfach mal kurz. Exitus. Wenn das beide liegen hat, dann Film mal, dann war's das eh ja. Mit der Runde. Erstmal gucken. Morgen wieder 19 Uhr oder was? Ja, 19 Uhr passt bei mir. Gut. Und wir kriegen wahrscheinlich irgendwelche Einladungen. Ja, die bombardieren mich geradezu. Kenn ich. So. Alter, bist du schon wieder hinter mir? Gehst du mir mal auf den. Nein, hast du nicht. Da täuscht du dich. Dezent. Sorry, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich kann dir leider nicht helfen. Das Problem, sie hat uns wahrscheinlich jetzt beide, weil sie mich auch gleich liegen hat. Dann war es das eben im. Hilfe. Ja, bei mir ist das eh durch. Ist vorbei. Ja, das Thema ist eh. Gut, es gibt eine Möglichkeit noch jetzt. Es wäre für mich jetzt natürlich wieder eine Möglichkeit, aber. Was ist das so? Da bist du. Ja, ich glaube, ich muss mich da am Wochenende mal so ein bisschen reinfuchsen mit allen Möglichkeiten, was da alles so gibt und so. Ich hatte jetzt auch keine Ruhe, mir das alles fest, das alles bei einer Ruhe durchzulesen und so. Ja, Thema ist eh gegessen. GG. Ich hab dich jemand kommen lassen. Oh. Thema See gegessen. Schade. Aber gut gemacht. Schon. Ein Rüttchen machen wir noch. Wollt ihr noch eine? Ja, ja, das war jetzt ihre erste Killerrunde. Machen wir zwei. So. Bin mal gespannt, ob es jetzt wieder ein Freddy spielt oder was anderes. Ich hab hier komischerweise auch immer Standbild. Ja, dauert einen Moment. Okay. Ja, können jetzt die Verbindung rausklogen. Ja, ich lade dich wieder ein.
Ja, einen Killer haben wir bis jetzt so gar nicht gesehen, ne? Weiß ich nicht. Wen haben wir noch nicht gesehen? Der Kettensäge, glaube ich, ne? Stimmt, Bubba. Also beide, ne? Ja, dann probierst du beide in der nächsten Runde aus. Das sind, dann sind das meine beiden nächsten Killer. Kommst du rein? Ich versuch's gerade irgendwie. Ich hab immer Verbindungsprobleme. Ja, oder das Spiel hat momentan wieder irgendwelche Serverprobleme. Das kann nämlich auch passieren manchmal. Das Spiel ist einfach so verbuggt teilweise. Gut, ich will auf jeden Fall 7 Base verdienen, damit ich das auch verweis. Mhm. Dann habe ich beide Spiele auch. Das wird ganz wunderbar. Ja, momentan warte ich noch. Ich warte noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis. Mit 7 Base? Ja, mit. Bis wir mit Forest. Bei Forest sind wir tatsächlich jetzt nur noch. Bei Forest sind wir jetzt bei einer Folge 81. Also die haben wir durch. Haben noch 19 Folgen vor uns. Wir wollen wirklich mit Folge 100 Exitus machen, das Spiel. Und dann gucken wir mal. Und dann gehen wir auf ein neues Projekt. Also in 7 Days habe ich mich jetzt ein bisschen reingefuchst und das macht schon echt Laune. Muss ich das sagen. Wird bei mich jetzt irgendwann mal ein neues Land werden. Aber wie gesagt, da werde ich mich mal noch. Das macht wirklich Laune. Ich habe das gerade nicht. Ich habe aber einen Spielstandfehler. Du hast einen Spielstandfehler. Kannst du trotzdem die Einladung noch annehmen oder. Hab ich schon angenommen, aber bin jetzt wirklich gerade raus. Okay. Ich starte mal kurz Dead by Daylight mal neu, damit das was bringt. Ja, das ist gut. Dann mache ich mal ganz kurz auch ein kleines Päuschen wohin und dann gehen wir gleich weiter. So, wie schaut's aus? Lebt bei mir noch.
Okay. Das lädt bei dir noch. Es fehlt immer noch der Killer. Ja, irgendwie ist was mit meinem Spielstand hier, wie es aussieht. Also kommst du gerade nicht rein. Gar nicht mehr. Scheiße. Ja, dann müssen wir jetzt abbrechen. Dann machen wir das in der nächsten. Dann darfst du da beim nächsten Mal dreimal Killer spielen, je nachdem wie schnell das geht. So wie ich das eben auch heute. Da müssen wir leider jetzt technisch bedingt hier Feierabend machen. Heute der Wurm drin. Ja, heute ist extrem der Wurm drin, diese Session. Gut, dann versuchen wir es entweder morgen immer neu oder nächste Mal. Und dann ist das Wissen. Naja. Dann machen wir das so. Genau so ist es. Alles klar, nächste Mal. Genau so ist es. Jut. Dann hören wir uns morgen, wie gesagt, wenn wir morgen sind wir zu viert auf jeden Fall, wenn wir, wie gesagt, ein bisschen VS weiter oder wir machen hier noch ein bisschen weiter, wie ihr Bock habt. Schauen wir mal. Können wir ja gucken. Also falls ich morgen auch wieder ein bisschen eher kann, dann schreibe ich auch. Passt. Wie gesagt, ich bin flexibel, was die Uhrzeit morgen betrifft. Morgen ist eigentlich nichts Großes ansteht. Alles klar. Gut. Drin, wieder im Spiel. Jetzt doch nochmal, oder was? Ich bin jetzt gerade reingekommen. Wir können es nochmal versuchen. Da muss ich nochmal starten. Genau, dann mache ich nochmal eine Lobby. Dann mache ich nochmal, lade ich nochmal ein. Das war schon komisch. Ja, alles gut, passiert. Dann probiere ich es nochmal. Lade ich euch nochmal ein. Eieiei, ist das verwirrend manchmal. Gut, dann versuch nochmal zwei. Klappt? Ja, bin drin. Sehr gut, dann warten wir uns auch auf Sabrina und dann legen wir los. Solange ich nicht wieder direkt am Anfang gemurkst werde. Ja, passiert, mein Gott. Ich sehe das ja hier relativ locker. Ich würde sagen, es ist ja nur ein Spiel, ne? Naja. Es ist doch nur ein Spiel, habe ich schon öfters gehört. Ich kann mich trotzdem aufregen. Aber hier sehe ich das wirklich extrem locker. Nein, in anderen Spielen finde ich es auch tragischer. Ich habe das jetzt am Wochenende gehabt. Bei Seven Days. Da wollte ich los. Und bin innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, dreimal gestorben. Und immer wegen so doofen Hundehornen, die mich dann da aufgefressen haben. Okay.
Guck mal, jetzt sind meine ganzen Klamotten weg, ne, die ich da ausgesucht hatte, ne? Keine Ahnung, du hast, glaube ich, den Überlebenden nur gewechselt. Ich hab's befürchtet. Der speichert das nicht, ne? Was ja, oder so, manchmal tut das nicht, ne? Ich hab bei Überleben. Ich muss jedes Mal neu auswählen. Naja, zumindest haben wir jetzt mal doch noch unsere Chance. Was habe ich denn noch? Wobei, wenn ich ehrlich bin, für mich persönlich macht tatsächlich Killerspiel mehr Spaß. Den Clown hast du eben gar nicht mitbekommen. Den habe ich eben gespielt. Der war lustig. Du hast Angst vor Clowns. Deswegen bin ich ja froh, deswegen habe ich ja gespielt, dass du nicht da warst. Da haben wir irgendwas genommen. Dann spiele ich beim nächsten Mal den nochmal. Na, darfst du dir gerne mal angucken. Ja, der wirft so mit Chlorophyllflaschen. Kann die Gegner so betäuben und so. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir jetzt als Killer kriegen. Und hoffentlich funktioniert das jetzt mal halbwegs. Oh Gott. Die Haken sind näher dran aneinander. Naja, schauen wir mal. So. Das ist zumindest mal seine Map. Ah ne, es ist nicht seine Map, es ist nur andere. Okay, das ist schon mal... Das? Ja. Ich orientiere mich gerade mal. Noch kann ich nicht sagen, was ist es, wer ist es? Okay, ich weiß, was es ist. Ja. Ja, es ist Demogorgon aus Stranger Things. Hau doch ab von mir. Sag mal, warum eigentlich immer ich? Nimm mal. Geh mal weg. Ernsthaft. Such dir mal ein anderes Opfer, bitte. Oder euch. Warum immer ich? Entschuldigung. Ich hab da was mitgebracht. Was keine Absicht war. Mach dir keine Sorgen, sie ist jetzt hinter mir her. Ja, eigentlich war es tatsächlich nicht die Beabsichtigung. Ich wollte jetzt nicht irgendwie einen Killer wegbringen oder so. Keine Ahnung, was ich hier tue.
Das Viech müsste ich auch nochmal spielen. Aber wie gesagt, als nächstes gehen bei mir auf jeden Fall. Ich glaube, als nächstes ist Markus dran, wenn wir morgen wirklich spielen sollten. Oder überhaupt. Und dann gucke ich mal, dass ich mir die beiden Kettensägen eigentlich mal angucke. Die habe ich nämlich auch noch so wie noch nie gespielt. Vor allen Dingen. Alter, wie schnell geht das? Haust du mal ab von mir? Ist noch einer in die Fresse. Also auf die zweite oder so. Komm, ich spiele das Spiel schon noch ein drittes Mal. Nochmal. Alter. Weißt du, jetzt hat die ganze Zeit irgendwelche Internetprobleme und jetzt macht die hier so eine Runde von 2 Minuten oder was? Hau ab von mir. Wieso doch stehen bleibt? Du hässliches Ding. Gib uns mal eine Chance, bitte, gerade. Komm mal hier. Lauf mal weg. Du weißt, Frauen sind meistens gnadenlos. Ich merke das gerade. Das wird es könnte eine Sim-kurze Runde werden. Wobei sie jetzt eigentlich hätte durchziehen können. Wenn das Thema gerade durchgezogen hätte, wäre es jetzt vorbei gewesen wahrscheinlich. Hätte ich auch gehangen. Ja, das ist doch scheiße so. Was ist das, ja? Hallo? So geht das aber hier mal nicht. Bist du da? War das jetzt Absicht? Alter, kommt das komische Ding über die vorher hast du nicht nur den Herrscher, sondern auch die komische Musik dabei noch, weißt du? Ich glaube, du scheinst so deinen Killer gefunden zu haben. Ja, oh, du hast in der ersten Runde schon mit dem Ding aufgeräumt. Die macht uns hier nass. Habe ich so ein Gefühl. Ja, wirklich geschissen kriegen wir ja auch nichts. Vor allem bin ich jetzt alleine. Mhm. Wenn die weiß, wo ich bin. Ja, leck mich doch am Arsch. So, genau dieser Balken, der jetzt da oben ist, den habe ich immer noch nicht kapiert. Ja, ja, jetzt hat sie die Luke zugemacht. Sie hat das Ding gefunden, also ich habe jetzt keine Möglichkeit, quasi so und zu entkommen. Das ist das Problem an der Sache, sie muss mich jetzt so finden. Okay. Wenn der Balken, sag ich mal, abgelaufen ist, dann ist die wieder auf. Ja, ja, klar. Genau. Wo bist du denn, Kev? Keine Ahnung. Vielleicht schon zu Hause, in Sicherheit. In der Geborgenheit. Man weiß es nicht.
Nein! Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat sich... Oder das passiert. Ich habe es nämlich auch noch nicht gehabt. Ich bin tot. Es kann auch passieren, dass genau das in dem Moment passiert. Bist du in mein Portal reingetreten? Ja. Yeah. Ich habe es am Ausgang versucht. Ich hätte noch ein paar Sekunden warten müssen. Den Fehler habe ich mir das letzte Mal auch schon gemacht. Da bin ich letztes Mal nämlich nicht irgendwie auf Sicherheit gegangen, wollte den Generator machen, da hat sie mich gemurkt. Ich hätte nur die Zeit ablaufen lassen müssen. Du standst nämlich in der Luke, ne, die ganze Zeit. Kann das sein? In der Nähe von der Luke, ja. Ich hab's gemerkt, ich hatte Herzklopfen. Sabrina, wo ich dich aufgehangen habe, da um die Ecke war nämlich die Luke direkt. Ich habe okay. Herzklopfen gehabt die ganze Zeit und ich wusste ungefähr dann, an ihr musst du so rumlaufen. Und wollte dann halt versuchen, über den Ausgang zu gehen. Aber okay. Muss man so sagen. Shit doch. Happens. Alles gut. Passiert. Gut, da haben wir ja doch noch einen bekommen. Dann darf er der nächste Runde der Markus dann vielleicht wieder mal killen, wenn er denn mal Lust hat. Oder ansonsten mache ich es wieder mal. Ja. Naja, dann machen wir jetzt endgültig Feierabend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Alles klar. Tschüss. Dann bis morgen.